وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل Kommen wir zu Punkt 3, die Scheinargumente der Islamgegner bezüglich des Kopftuchverbots. Erst einmal sage ich meinen Geschwistern, wir müssen nicht für neue Rechte kämpfen, sondern die Rechte auf Religionsfreiheit und die Freiheit der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, ist in der Verfassung verankert. Wir müssen nicht für neue Rechte kämpfen. Jedoch interessieren sich diese Islamgegner nicht für ihre eigene Verfassungsordnung und sie setzen sich über ihre eigenen Gesetze hinweg, wenn es darum geht, den offenkundigen Hass gegenüber den Muslimen klarzumachen. So sagte der Integrationsminister, lasst uns hören, der soll eigentlich dafür da sein, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Er sagt, religionsunmündige Kinder dürfen nicht gedrängt werden. Das bedeutet, hier speziell, was meint er? Das Kopftuch natürlich. Aha. Und dieser Mann hat seinen Job ganz klar verfehlt. Ganz klar, ohne Frage. Warum? Ist Toleranz nicht, dass Kinder ganz gleich welchen Glaubens einander kennenlernen können und sie miteinander in der Schule sein können, unabhängig, welche Religion sie angehören? Ein Mädchen mit Kopftuch kann doch mit einer ohne Kopftuch spielen. Und auch das jüdische Mädchen kann mitspielen. Wo ist das Problem, fragen wir diesen Politiker. Denn du wirst niemals sehen, dass Kinder vorher sich gegenseitig nach der Religionszugehörigkeit fragen, bevor sie miteinander spielen. Bevor Kinder miteinander spielen, fragt er ihn, bist du Jude oder Christ? Dann erst spiele ich mit dir? Wo gibt es so? Die Kinder haben eine Fitra. Und diese Leute, die Islamhasser, wollen diese Fitra bei den Kindern zerstören, liebe Geschwister. Das sollte eigentlich ein Integrationsminister sagen. Bei Allah, du wirst niemals Kinder sehen, die sagen, welcher Religion gehörst du an? Erst wenn du mir das richtig beantwortest, dann spiele ich mit dir. Aber dieser Integrationsminister, er möchte, dass die Mädchen mit Kopftuch zur Außenseiterin in der Schule werden. MashaAllah, was für ein Integrationsminister. Was heißt Integration, liebe Geschwister? Natürlich, manche haben ein anderes Verständnis. Die sagen, auch wenn er Mohammed heißt, der muss Weichwurst essen und Bier trinken. Und grünen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das denken manche über Integration. Aber das ist nicht die Integration. Integration bedeutet für uns ganz klar gesagt, wir lernen die Sprache derjenigen, mit denen wir zusammen wohnen und leben. Wir kommunizieren mit ihnen, wir sind friedlich und wir haben ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und ist mehr von uns verlangt, ja oder nein? Ist nicht mehr von uns verlangt. Alhamdulillah, man kann gerne unser Führungszeugnis betrachten. Ob wir uns an die Regeln halten oder nicht. Und wir sagen den Leuten, wenn wir uns an Regeln halten, dann machen wir das nicht aus Furcht vor dem Staat, sondern aus Furcht vor Allah. Wenn du nicht klaust, warum? Weil du Angst vor dem Staat hast? Sondern du hast Angst vor Allah. Ist Zina in diesem Land erlaubt, ja oder nein? Machst du es? Natürlich nicht, aber nach dem Gesetz ist das erlaubt. Aber du weißt, Allah Azza wa Jal, er würde dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Das ist unsere Angst. Und Alhamdulillah, dass wir sie nur vor Allah Azza wa Jal haben. Aber wir halten uns an die Regeln. Und wir halten uns auch an die Gesetze, Alhamdulillah. Das ist deutlich. Denn ansonsten wäre ich nicht in der Lage, euch heute einen Vortrag vorzubereiten. Obwohl man so viel Schlechtes über mich schreibt. Das sage ich nur den Nichtmuslimen, dass sie etwas überlegen sollen. Liebe Geschwister, lasst uns herausfinden, ob es diesen Leuten um das Kindeswohl geht, weil das behaupten sie, uns geht es nur um das Wohl der Kinder, oder ob sie nur einfach den Islam mit jeder Faser ihres Herzens hassen. Wenn es um das Kindeswohl gehen würde, dass dieses Gesetz, was sie jetzt etablieren wollen, nur dafür da ist, den Kindern nichts aufzuzwingen, so haben sie hiermit jetzt den Kindern selber etwas aufgezwungen. Sie haben sie in ihrer persönlichen Entwicklung was eingeschränkt. Erlaubt oder nicht erlaubt?
nicht erlaubt. Dann fragen wir weiter, wenn es nur um das Kindeswohl geht, dass Religionsunmündige nicht bevormundet werden, was ist mit Kreuzen, die Kinder unter 14 Jahren um den Hals hängen? Na klar, das Baby kam raus und sagte, ich will mir ein Kreuz um den Hals hängen. Und wir stellen weitere Fragen, die bitter sind, aber sie sind da. Entscheidet ein christliches Kind bei der Taufe, ob es getauft werden möchte oder nicht? Wir stellen noch eine Frage, dann lassen wir euch in Ruhe, weil wir wissen, die Gesichter werden langsam rot. Möge Allah uns bewahren und uns wahrhaftig machen. Warum war in dieser Debatte nicht die Kippa von jüdischen Kindern auch zur Rede? Warum wurde dieses nicht zur Rede gestellt? Kippa ist diese Mütze, die jüdische Kinder anziehen, auch unter 14. Oder hat man etwas Angst, sich mit den falschen Leuten anzulegen? Geht es um das Kindeswohl? Um was geht es? Um was? Der Islam ist das Problem. Mit anderen Worten, bei Allah, es geht nicht um das Kindeswohl. Sonst müsste man hiermit alle Religionen einbeziehen. Es geht um die schnellstwachsendste Religion, vor der Sie Angst haben. Punkt 4, den wir schnell abhandeln, liebe Geschwister, weil ich möchte schon gerne einiges, was die Schwestern geschrieben haben, auch gerne vorlesen. Eine Antwort an die Islamgegner. Wir fragen diese Leute, die mit ihrer Demokratie prahlen. Prahlen sie mit ihrer Demokratie? Ja oder nein? Wir fragen sie, was ist der Unterschied zwischen euch und den Diktaturen, die genauso eine totalitäre Ideologie haben? Was ist der Unterschied? Die anderen verbieten das genauso. Und heißt Demokratie nicht Toleranz? Also wir als Muslime merken nichts von dieser Toleranz. Und wenn man die Menschen nackt auf der Straße herumlaufen lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört, wenn man auch die Menschen, die sich als Gruftis und als Satansanbeter verkleiden lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört, und wenn man die Menschen als Buddhisten und auch als Nonnen herumlaufen lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört, dann fragen wir als Muslime, warum lässt man die muslimischen Frauen nicht den Hijab tragen? Hört etwa hier das demokratische Verständnis auf? Eine Frau in den sogenannten demokratischen Staaten wird gezwungen, ihren Hijab, ihr Kopftuch, ihre religiöse Identität abzunehmen. Warum? Weil die religiöse Freiheit in diesen Staaten nur schriftlich im Buch steht, aber sie wird nicht praktiziert. Bedeutet Religionsfreiheit für alle, außer für Muslime. Subhanallah. Und wichtig, das solltet ihr verstehen, liebe Geschwister, und das gehört zu den deutlichsten Beweisen, subhanallah, eine Frau mit Kopftuch darf die Toiletten in einer Schule sauber machen oder im Krankenhaus. Als Putzkraft ist sie gut genug, aber darf sie auch an der Schule Lehrerin sein oder im Krankenhaus Ärztin sein? Nein, weil man will sie in einer erniedrigten Position sehen. Geht in ein Krankenhaus, wen seht ihr meistens als Putzfrauen? Hä? Frauen mit Kopftuch, die Toiletten sauber machen. Dafür ist sie gut genug. Aber wie sieht's aus? Darf sie Ärztin sein mit Kopftuch? Darf sie in der Schule Lehrerin sein mit Kopftuch? Nein, sie ist nur dafür da, was zu tun. Die sogenannten erniedrigten Aufgaben, liebe Geschwister, subhanallah. Diese Islamgegner verachten die Werte von muslimischen Familien, als ob diese muslimischen Familien untauglich sind, liebe Geschwister, ihre Kinder erziehen zu können. Was soll das? Zwang. Was heißt Zwang gegenüber Kindern? Jetzt, wenn nur eine Person sein Kind mitnimmt, um zu impfen, hat das Kind sich für die Impfung entschieden? Wer entscheidet das? Die Eltern. Obwohl, gibt es Leute, die sagen, Impfungen sind schädlich? Ich will jetzt die Diskussion nicht aufmachen. Aber es gibt Leute, die sagen, vielleicht ist das schädlich für das Kind. Warum entscheiden die Kinder? Warum entscheiden die Eltern? Verzeiht mir. Warum? Warum entscheiden die Eltern, ob das Kind in ein Fußballinternat geht oder nicht? Ob das Kind Kunstturnen macht oder nicht. Will das Kind das immer? Nein.
gegen den Willen des Kindes. Wenn es darum geht, dann redet über den gesamten Willen des Kindes. In allen Bereichen, nicht nur in religiösen Bereichen. Und daher, liebe Geschwister, sagen wir zu den Islamgegnern, und ihre Argumente gehen natürlich aus, und bei Allah Azza wa Jalla, sie haben keine Argumente, ohne dabei ihre eigene Demokratie zu verraten. Das Mädchen ist erst ab der Pubertät, sagen sie dir, verpflichtet, den Hijab zu tragen. Was regt ihr Muslime euch so auf? Die darf mit 14 Jahren den Hijab tragen. Natürlich, bis dahin gibt es ein neues Gesetz, dann erst ab 18. Und dann gibt es ein neues Gesetz ab 30. Und dann ab 60. Möge Allah uns bewahren. Die denken, wir sind dumm. Was sagen wir diesen Leuten erstmal? Mit 14? Wann bekommen die meisten Mädchen ihre Pubertät? Unsere muslimischen Mädchen kriegen die Pubertät schon vor den europäischen Kindern, das wisst ihr. Bei uns ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Mädchen schon mit wie vielen Jahren die Pubertät hat? Mit 8, 9 Jahren. Wallahi, überhaupt nichts Ungewöhnliches, das weiß man auch. Wir können Ihnen auch gerne Beweise dafür liefern. Es gibt Statistiken und es gibt alles. Ja, Alhamdulillah, was will man uns sagen? Das heißt, sie kann ihr religiöses Recht nicht wahrnehmen. Weil sie ist mit 10 pubertierend geworden, darf aber erst mit 14 ihr Kopftuch tragen. Man entreißt sie von ihrer Identität. Welcher Identität? Wer hat sie ihr gegeben? Allah. Und dieses Mädchen macht das für wen? Für Allah Azza wa Jalla. Und sie schaffen damit einen Konflikt bei einem Mädchen selber. Von der einen Seite weiß sie, dass sie eigentlich Kopftuch tragen muss, von der anderen Seite wird es ihr verboten. Denkt ihr, das ist leicht für ein Mädchen, liebe Geschwister? Subhan al-Malik. Sie haben sich Mühe gemacht, ein Alter zu finden, um überhaupt mit uns zu diskutieren. So nach dem Motto, erst ab der Pubertät ist es verpflichtend. Wir sagen Ihnen, die meisten sind erstmal vor 14 in der Pubertät. Ich rede über unsere Mädchen. Und Nummer 2, bitteschön, das könnt ihr ihr nicht verbieten. Das ist die Entscheidung der muslimischen Familie. Oder ihr macht ein Gesetz für alle und sagt uns das, dann werden wir dieses Land verlassen. Alhamdulillah. Möge Allah Azza wa Jal uns das Wort Allahs nur am höchsten halten lassen und niemals auf unsere persönlichen Bedürfnisse gucken lassen. Aha. Liebe Geschwister, Kinder ahmen ihren Eltern nach. Weil sie sagen, die Eltern haben sie gezwungen. Denn ein 7-jähriges Mädchen kann nicht selbstständig entscheiden. Ich kann euch berichten, ich habe eine Tochter, die ist, wie alt ist sie? Ungefähr so. Kommt gut, 2,5, ne? Haben sie. Verzeihung, Sisra, wenn wir was Falsches gesagt haben. Wallahi al-Azim, Allah ist mein Zeuge. Sie liebt das Kopftuch über alles. Ich kann es ihr nicht ausziehen. Sie möchte am liebsten damit schlafen. Die lässt keinen ran. Von wem hat sie das gelernt? Sie macht, was wer macht? Ihre Mutter macht. Wollt ihr das auch den Kindern verbieten? Dass sie ihre Eltern als Vorbilder sehen? Subhan al-Malik. Wallahi, ich habe selber mal ein Kind gesehen, der hat sich so hier überall am Unterarm, nur am Unterarm bemalt. Dann gucke ich, auf einmal ich sehe den Vater, der ist überall hier tätowiert am Unterarm. Was hat er gemacht? Demzufolge hat sich überall am Unterarm bemalt. Das ist so. Aber glaubt mir, das Tattoo wäre ihm lieber als das Kopftuch. Kinder ahmen gerne ihre Eltern nach, liebe Geschwister. Und diese Islamgegner wollen den Islam eliminieren. Natürlich gibt es noch viele weitere Schritte in den Schubladen von diesen Islamhasser. Sie testen nur die Temperatur von uns Muslimen. Mit anderen Worten, wenn wir schweigen, was kommt dann als nächstes? Das neue Gesetz. Und die Gesetze sind schon gemacht, bis wir nichts mehr mit unserer Religion zu tun haben. In Spanien hat man es geschafft, da hat man den Islam von seinen Wurzeln entrissen. Subhanallah. Ja, in Österreich hat dieser Sebastian Kurz das vorgemacht. Und jetzt? Und wer ist er? Sie wollen was testen? Unsere Temperatur. Solange wir schweigen,
Solange ist alles gut. Was sind Sie gewohnt? Sie sind von muslimischen Familien gewöhnt, dass sie ihnen sagen, nein, in Deutschland dürft ihr das nicht und ihr habt keine Rechte und dies und das. Und das stimmt. Die alten Generationen haben das mitgemacht. Aber wir sagen ihnen ganz klar, dieses ist jetzt eine neue Generation. Eine selbstbewusste Generation, die ihre Rechte kennt, die die Sprache dieses Landes versteht, die kommunizieren können, die sich anbieten für Dialog, die sagen, nein, wir haben Rechte. Das ist nicht mehr dieselbe Generation, wo ihr mit einem 60- oder 70-Jährigen spricht, der sagt, Hauptsache Deutschland. Nein, 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 nein. Die Generation hat sich geändert, liebe Geschwister. Und wir werden uns nicht einfach so klein kriegen lassen. Wir wissen, was unsere Rechte sind und wir werden für unsere Rechte einstehen. Und deswegen, liebe Geschwister, sage ich euch, es gibt ein paar Geschwister, möge Allah sie segnen, sie haben eine Umfrage gemacht oder beziehungsweise eine Petition, heißt das? Dass man unterschreiben soll und dass wir so viele Stimmen wie möglich sammeln, damit wir den Leuten vorlegen können, schaut, wir sind nicht dumm, wir sind eine selbstbewusste Generation, hier bitteschön. Es gibt genug Leute, die damit nicht einverstanden sind, wie ihr die Muslime bevormunden wollt und dass ihr ihre Rechte mit Füßen tritt. Und deswegen bitte ich euch im Namen Allahs Azzawajal, dass ihr euch da auch einschreibt, bi'idhnillahi ta'ala, damit wir so viele Leute wie möglich sammeln können. Und ich beende, liebe Geschwister, dass ich noch an den Islamgegnern etwas sagen möchte. Sie sollen eine Sache wissen, je mehr sie den Islam verbieten, umso begehrter wird der Islam sein. Wollt ihr den Beweis? Diese Islamhasser, sie haben die Medien in der Hand, sie haben das Geld und geben aus, um vom Wege Allahs Azza wa Jalla abzuhalten. Von morgens bis abends berichten sie schlecht über den Islam. Aber subhanallah, die einzige Religion, die so immens wächst, ist der Islam. Alhamdulillah. Yuriduna liyutufi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Sie möchten das Licht Allahs, die Religion, mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Das sind die Worte Allahs Azzawajal. Und ich ende mit einer Aya. Als Lut alayhi salatu wassalam, der geehrte Prophet, liebe Geschwister, der Neffe von Ibrahim alayhi salatu wassalam, zu einem Volk ging, die das abscheuliche Männer unter Männer begangen haben, so sagte Lut zu ihnen, dass sie das unterlassen sollen, weil Allah Azzawajal sie sonst bestraft. So sagten sie einen Satz, قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Wirft die Sippe Lots und diejenigen, die mit ihm sind, aus eurer Stadt heraus. Das sind Leute, die wollen sich was reinhalten. Wisst ihr, was es bedeutet, reinhalten? Sie wollen nicht ihre Ehre beschmutzen, ihre Religion beschmutzen, deswegen schmeißen wir sie raus aus dieser unserer Stadt. Und so wird es heute mit den Muslimen gemacht. Wenn sie sich reinhalten wollen, dann sind sie Salafisten, sagt mit mir, Extremisten, Terroristen, Dschihadisten, Wahhabisten, alles. Nur weil sie für ihre Religion einstehen. Und wir sagen ihnen, Wallahi, wenn ihr uns mit diesen Namen nennt, nur weil wir stolz sind auf unsere Religion, bitteschön, lasst es herabregnen auf unseren Köpfen mit diesen Wörtern. Und zum Schluss, wie versprochen, möchte ich nur ein paar Kommentare von den Schwestern vorlesen. Sie haben uns auch geschrieben, möge Allah unsere Schwestern segnen. So schreibt eine, liebe Geschwister, wieso werden meine Steuern akzeptiert, aber nicht die Art, wie ich mich anziehe? Wir sind nun im Jahre 2018 angekommen und das Problem einiger Wutbürger ist nur die muslimische Frau, die bedeckt ihren Alltag bestreiten möchte. Menschen in vielerorts sterben an Hunger, Tod, Elend, überall so weit die Blicke reichen. Von Afghanistan bis Palästina, von Syrien bis ganz Afrika. Aber das europäische Problem ist die ethnische, kulturelle Beseitigung der Muslime. Möge Allah Azzawajal unsere Schwester segnen. Eine andere Schwester schreibt, ich trage seit 6 Jahren den Hijab und seit circa 2 Jahren den Niqab. Nicht nur Ungläubige, sondern hauptsächlich Menschen, die sich Muslime nennen, haben sich gegen mich gestellt. Genau weil sogar die Muslime den richtigen Hijab nicht respektieren und uns bekämpfen, sind wir heute in dieser Situation und zu denken, wir wären dadurch unterdrückt oder gezwungen. Eine weitere Schwester schreibt, liebe Geschwister,
Zum heutigen Vortrag bezüglich des geplanten Kopftuchverbots möchte ich gerne erläutern, warum ich das Kopftuch Alhamdulillah trage. Ich trage das Kopftuch, seit ich 11 Jahre alt war. Aus voller Überzeugung zum Islam und nicht, wie viele Nicht-Muslime denken, aus Zwang oder sonstiges. Ich habe gemerkt, dass ich seitdem keine blöden Anmachsprüche oder Flirtversuche bekomme, was mich ja als Mädchen beschützt. Dafür bekomme ich immer mal Beleidigungen von Islamhasser. Aber lieber eine Beleidigung als eine Vergewaltigung. Man sollte immer positiv denken und jedem die Möglichkeit selber geben, über sein Leben zu entscheiden. Daher finde ich das Kopftuchverbot nicht fair. Außerdem finde ich nicht, warum ein Kopftuchverbot für Muslime ausgesprochen wird, aber nicht gegen andere Religionen, wie zum Beispiel Christen oder Juden, die auch sehr wohl Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Schwestern haben uns geschrieben und es sind mehrere Sachen, die sie uns geschrieben haben. Ich möchte nur hiermit klar machen, unsere Schwestern, Alhamdulillah, möge Allah sie segnen. Sie tragen das aus voller Überzeugung. Und wir haben das erläutert. Welche Eltern ihre Kinder dazu aufzwingen und ihnen nicht erklären, was der Islam bedeutet, so haben diese Kinder nichts vom Islam. Denn der Islam muss wie, was haben wir gesagt, praktiziert werden? Freiwillig. Man muss sich unterwerfen vor dem Willen Allahs. Und das sagen wir auch zu den Eltern, die ihren Kindern die Sachen aufzwingen. Sie sollen wissen, das Kind muss lernen, dass es freiwillig Allah Azza wa Jalla dient, subhanahu wa ta'ala. Und wir führen das Kind wie? Zur Gottesfurcht. Wir führen es an, damit das Kind auch weiß, Alhamdulillah, das ist ihre Identität. Und wir machen nichts, was hier uns angelastet werden kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Vortrag einige Herzen, die vorher gezweifelt haben, möge Allah Azzawajal diese Herzen umkehren lassen zu der Wahrheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Nicht-Muslime zum Islam leiten. Und möge Allah Azzawajal die heuchlerischen sogenannten Muslime, die bei Allah keine Muslime sind, möge Allah Azzawajal sie recht leiten, bevor sie in dieser Situation sterben. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakum allah khairan für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister.